Ja, ich grüße euch. Wir sind wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da. Und heute sind wir mal unterwegs bei einem, ich sag jetzt mal, Praxistest bzw. Härtetest. Und zwar geht es um zwei Produkte, die wir zurzeit in der Entwicklung haben. Und die haben wir heute hier draußen mal bei minus 5 Grad getestet. Unter Realbedingungen, so real wie es nur ging. Und zwar sind das zum einen mal die Jacke, die ich anhabe. Das ist die Frontier One Kälteschutzjacke und unser neuer Poncho-Liner. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze unter Realbedingungen getestet, weil man kann sich mit einem Poncho-Liner und einer Jacke irgendwo 10 Minuten in den Wald stellen und sagen, jo, die ist warm. Man wird nie auf die gleichen Bedingungen kommen, wie wenn der Körper sich wirklich entspannt und wenn man schläft. Weshalb ich mit diesem Set hier draußen tatsächlich jetzt geschlafen habe. Logischerweise, ich bin jetzt nicht gerade im Moment wach geworden. Die Kamera lief nicht die ganze Nacht mit, ist klar. Aber ich habe wirklich in diesem Set jetzt eben geschlafen. Das heißt, ich habe ein Biwakzeug, eine Isomatte. Ich habe einen Poncho-Liner. Und eine Bekleidung habe ich neben der Softshell-Hose. Die Jacke, ein Anorak. Und ein Longsleeve an. Ja. Worum handelt es sich jetzt bei dieser Jacke und bei diesem Poncho-Liner? Poncho-Liner ist klar. Eine gefütterte Decke, die in den Poncho gezippt wird. Was mich an Poncho-Linern immer tierisch geärgert hat. Ich habe sie eigentlich sehr gern benutzt, aber es waren eigentlich wirklich nur Decken bzw. Leichtschlafsäcke, bei denen allerdings die Wärme rausging, weil sie keinen Reißverschluss hatten. Und für das, was man eigentlich sich gedacht hätte, nämlich in den Poncho anziehen, waren sie nicht geeignet, weil sie hatten kein Loch für den Kopf. Jeder, der längere Zeit einen Poncho-Liner genutzt hat, ist irgendwann damit zum Änderungsschneider und hat sich das ändern lassen. Wir machen jetzt mal Nägel mit Köpfen. Wir bringen einen Poncho mit Reißverschluss, um ihn vernünftig als Schlafsack nutzen zu können, und mit Kopföffnung, um damit eben auch den Poncho tragen zu können, sprich sich aus Poncho und Poncho-Liner einen Kälteschutzmantel machen zu können. Das ist eigentlich ein wirklich geniales und universelles Ausrüstungsstück. Man kann es sich an die Kampfmittelweste hinten ranpacken, man kann es sich im Daypack mitnehmen, man kann es mit auf die Jagd nehmen, man kann es mit in die Berge nehmen oder man kann es ganz einfach ins Auto packen. Und wie gesagt, ich habe heute Nacht wirklich gut geschlafen in dem Set. Und ich merke jetzt, wo ich außen bin, meine Hände werden kalt. Die Nase war natürlich kalt. Das ist einfach ein Nebeneffekt, wenn man im Winter draußen schläft. Wir haben die Jacke auch vorher schon ausprobiert. Eine Stunde, ja, ich sage jetzt mal forscher Marsch mit der Jacke durch Schneeregen bei ca. 2 bis 3 Grad. Zusammen mit dem Longsleeve-Shirt drunter war mir hinterher zu warm. Also die Isolationswirkung ist wirklich klasse. Das ist natürlich die Frage, wie haben wir das erreicht? Der erste Gedanke, den wir hatten, war auf Daune zu setzen. Das Problem ist, Daune ist wartungsintensiv und darf auf keinen Fall feucht werden, ansonsten hat man verloren. Weshalb wir uns für eine Kunstfaser entschieden haben. Nach mehreren Tests haben wir uns für Primaloft entschieden. Haben uns dann bei Primaloft als Partner beworben. Haben unsere Lizenz von Primaloft erhalten. Können also jetzt wirklich offiziell mit Primaloft Fasern arbeiten und haben dann angefangen, um die Primaloft Faser bzw. um das Primaloft Isolationsgewebe herum die Jacke aufzubauen. Der Poncho-Liner ist eigentlich ein Nebenprodukt, weil wir gesagt haben, wir haben die Faser, was macht wirklich Sinn? Und ja, von 4 Mann haben 3 gesagt, ein Poncho-Liner. Der Ferrer hat gesagt, ja, ein leichter Schlafsack wäre toll. Ich habe gesagt, pass auf, das ist ganz einfach. Der Poncho-Liner, den wir machen, der wird auch ein guter leichter Schlafsack. Und so haben wir damit dann auch angefangen. Aber das Hauptprodukt ist definitiv die Jacke. Die ist relativ spartanisch ausgestattet. Also ich habe nur 2 große, wirklich große Brusttaschen. Und eine weite Kapuze. Man hat es gesehen, ich hatte die Kapuze gerade über der Kapuze des Anoraks. Andere Besonderheit der Jacke ist, das Innenfutter ist leuchtorange, das sieht man jetzt
mit der Kamera nicht so gut. Auf der Zelle ist es wirklich ein kräftiges Leuchtorange. Die Jacke ist wendbar, das heißt, man kann sie dann im Notfall oder auch wenn man zum Beispiel bei der Jagd unterwegs ist, gewendet tragen. Die Außenhülle, das Außenmaterial. Ja, der Fokus will nicht so, wie er soll. Ist Ripstop. Das ist wasserabweisend. Also, der Hersteller vom Gewebe sagt eigentlich wasserdicht. Ich muss sagen, bei einer Wassersäule von 800 bis 1000 mm rede ich jetzt nicht von wasserdicht. Es ist wasserabweisend. Wie gesagt, gut eine Stunde Nieselregen und Schneeregen bin ich trocken und warm in der Jacke geblieben. Aber es ist keine Nässeschutzjacke. Wenn es wirklich regnet, dann muss da Nässeschutz drüber. Wir hätten auch ein festeres Außengewebe wasserdicht nehmen können. Da hätte die Atmungsaktivität gelitten. Und vor allem wäre das Gewicht extremst in die Höhe gegangen. Man kann davon ausgehen, nahezu jeder hat eine Nässeschutzjacke. Wir müssen da nicht das Rad neu erfinden. Die Kälteschutzjacke muss nicht gleichzeitig die Regenjacke sein. Dafür haben wir uns entschieden, ein sehr leichtes und sehr reißfestes Gewebe zu nutzen. Daher konnten wir das Gewicht der Jacke auf 600 Gramm circa bei Größe L bringen. Das Packmaß der Jacke, also ich werde es jetzt nicht ausziehen, ist ungefähr so großes Paket. Wird mit einem kleinen Kompressionssack auch wasserabweisend kommen. Kann also wirklich platzsparend verstaut werden. Ja, andere Besonderheit des Füllgewebes ist, ähnlich wie Wolle wärmt Primaloft auch, wenn sie die Jacke oder es das Gewebe, Entschuldigung, bin noch ein bisschen unausgeschlafen. Wenn sie feucht wird, die Jacke, wärmt sie trotzdem, behält bis zu 90% ihrer Isolierwirkung und das Füllgewebe nimmt keine eigene Feuchtigkeit auf. Das heißt, es absorbiert Feuchtigkeit nicht. Das heißt, die Jacke wird sehr schnell trocken. Wir haben mal den Versuch gemacht, eine grob geschleuderte Kälteschutzjacke war bei Zimmertemperatur in ungefähr 20 Minuten komplett durchgetrocknet, sodass man sie wieder anziehen konnte. Das macht die Jacke natürlich auch ideal für wirklich Mistwetter, weil man sie wirklich sehr schnell in einem Shelter wieder trocken bekommt. Ja, die Jacke hat allerdings auch einen kleinen Nachteil. Sie wird vorerst nur in Olivgrün kommen, in 6 Größen, aber leider nicht in anderen Farben. Wir werden schauen, ob wir das im Bereich 2014 noch ändern, aber momentan haben wir eigentlich nur die Hauptfarbe Oliv. Und die Jacke wird ein anderes Produkt ersetzen. Mit dieser Jacke werden bei uns die Fließjacken aus dem Programm verschwinden. Wir waren von den Fließjacken überzeugt, ich bin es heute noch. Aber es gibt einfach neue Gewebe, es gibt modernere Gewebe, die mehr können, die in Relation zum Preis mehr leisten und einfach unterm Strich eine bessere Performance bringen. Deswegen haben wir uns gesagt, es wird jetzt einfach Zeit, dass wir hier mal wieder einen Schritt weitergehen. Ich weiß, viele von euch mochten die Fließjacken, vor allem weil sie auch in Tarnfarben verfügbar waren. Wir haben uns nicht leicht getan bei diesem Schritt und die Entscheidung wurde auch über mehrere Tage diskutiert, aber es wird jetzt eben so sein, die Fließjacken werden verschwinden, die Jacke wird nachkommen. Die ganze Leistung, die Jacke mit sich bringt, kommt leider Gottes auch mit einem höheren Preis. Die Jacke wird, das ist jetzt noch zollabhängig, zwischen 100 und 110 Euro kosten, wird um die Weihnachtszeit verfügbar sein, das ist der aktuelle Plan. Auch hier, das Allemannsmesser hat es mich gelehrt. Kein Plan ist so gut, dass er nicht von Zollbehörden oder von Problemen bei der Logistik eben zunichte gemacht wird. Das heißt, unser Ziel ist, dass die Jacke zu Weihnachten im Shop ist, eigentlich schon vor Weihnachten. Nagelt sonst nicht darauf fest, aber auf jeden Fall, die Jacke ist bis auf kleine Details fertig. Es werden noch Klettflächen für Namensschilder, Klettflächen für Oberarmabzeichen dazukommen. Andere Änderungen werden wir in der Jacke nicht mehr durchführen. Und dann kommt sie. Das ist jetzt also auch kein, ja, ich sag jetzt mal Muster, wo wir sagen, mal schauen, ob sie kommt. Die Jacke wird kommen. Die Produktion läuft jetzt bereits an mit den Änderungen. Und beim Poncho Liner ist es so, da werden wir noch ein paar Designänderungen vornehmen. Mit dem
könnt ihr nicht vor März, April, wahrscheinlich eher Mai 2014 rechnen. Aber sind wir ehrlich, vor März, April, Mai kommt im Regelfall niemand auf die Idee, nur mit einem Poncho rauszugehen. Da nimmt man sicherlich einen Schlafsack mit. Ich denke, das ist zu verschmerzen. Ja. Wenn ihr zu den zwei Sachen Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch. Im Idealfall meldet euch auf der Facebook-Seite. YouTube hat wieder mal seine Kommentarfunktionen umgestellt. Es ist jetzt so, dass wir nur noch Kommentare von Leuten lesen können, die bei Google Plus angemeldet sind. Das heißt, wenn ihr ansonsten kommentiert, tauchen eure Kommentare zwar auf, wir werden aber nicht benachrichtigt. Das heißt, es kann 2, 3 Tage dauern, bis wir wieder mal sporadisch eben aufs Video schauen und stellen dann fest, hoppla, da sind ja 20 Kommentare aufgelaufen, wir haben keine Benachrichtigung bekommen, weil die User nicht gleichzeitig bei Google Plus angemeldet sind. Das ist sehr ärgerlich. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommentiert direkt auf Facebook. Ich werde euch hier jetzt auch die Adresse nochmal einblenden und dann kriegt ihr auch wirklich zeitnah Antwort. Ja, ich werde jetzt erstmal einen Kaffee zum Frühstück machen und prinzipiell frühstücken. Und dann geht's weiter. Und schauen wir mal, ob sich heute nochmal die Gelegenheit für andere Videos bietet. Bis dahin wünsche ich euch was. Danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut.